Was geschah direkt nach dem Urknall vor etwa 13,7 Milliarden Jahren? Wie können Uhren noch viel genauer messen? Wie sieht die nächste Generation von Satellitennavigations- und Erdbeobachtungssystemen aus? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigen sich die Wissenschaftler des Exzellenzclusters QUEST, Center for Quantum Engineering and Space-Time Research an der Leibniz-Universität Hannover. Unter der Leitung von Wolfgang Erdmer werden bei QUEST die Bereiche Quantenengineering und Raumzeitforschung verbunden. Die Herausforderung ist hier wirklich, vorderste Front der Physik ein Stück weiterzuschieben. Und ganz besonders, dass wir eben diese entscheidende Frage, für uns momentan sehr entscheidende Frage, des Zusammenhangs zwischen Quantenphysik auf der einen Seite, die also völlig gequantelt ist, und auf der anderen Seite die sehr kontinuierliche Form der Raumzeit miteinander in Zusammenhang zu bringen. QUEST betreibt Grundlagenforschung und Technologieentwicklung am Quantenlimit. Und eines der wesentlichen Ziele von QUEST ist es, diese Quantenlimits zu überschreiten und dabei neue Technologien zu entwickeln, wie beispielsweise neue Sensorkonzepte, die meistens dann laserbasiert völlig neue Präzisionsexperimente ermöglichen. Die Schnittstellen von Quantenengineering, Raumzeitforschung, Präzisionsmetrologie und der Lasertechnologie werden bei QUEST praxisnah vereint. Im Laserzentrum Hannover werden modernste Laser für Messinstrumente entwickelt. Und neben der Leibniz-Universität Hannover bringen sich das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation in Bremen und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig mit ihrem Expertenwissen ein. QUEST bietet den etwa 250 beteiligten Wissenschaftlern herausragende Rahmenbedingungen und ermöglicht jungen Forschern die Zusammenarbeit mit internationalen Spitzenkräften. Zum Beispiel in der Entwicklung von optischen Ionenuhren, die zur verbesserten Navigation im GPS zum Einsatz kommen. Nun, meine Gruppe beschäftigt sich mit der Entwicklung von neuen optischen Uhren der nächsten Generation, die das Potenzial hat, Zeit und Frequenz ultra genau zu messen, das heißt auf 10 hoch minus 18. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie zwei von diesen Uhren an das Schwerepotenzial der Erde begeben, dann können Sie die minimalsten Unterschiede von bis zu einem Zentimeter Höhendifferenz über dem Erdgeoid damit auflösen, innerhalb von kürzester Zeit. Die Möglichkeiten innerhalb von QUEST sind praktisch unbegrenzt. Das ist also wirklich einmalig in ganz Deutschland auf diesem Fachgebiet. Und es macht Riesenspaß, mit den anderen Gruppen zusammenarbeiten, in einem jungen, dynamischen Team die Probleme anzugehen und zu lösen. Carsten Danzmann und sein Team am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik erforschen neue Wege, um die Geschichte und Struktur des Universums zu erkunden. Gemeinsam mit den Forschern am Gravitationswellenobservatorium GEO 600 entwickeln die Wissenschaftler neuartige Technologien zur Detektion von Gravitationswellen, die von Albert Einstein vorhergesagt wurden. Wir wissen heute, dass mehr als 96% unseres Universums dunkel sind und wir sie nie mit unseren Augen sehen können. Wir wissen nicht, woraus dieser Teil des Universums besteht, aber wir wissen, dass alles der Schwerkraft unterliegt. Und deshalb hoffen wir, mithilfe von Schwerkraftwellen, sogenannten Gravitationswellen, diese dunkle Seite des Universums der beobachtenden Astronomie zugänglich zu machen. Wir bauen zu diesem Zweck große Laserinterferometer, mit denen wir kleinste Längenänderungen messen können, entwickeln zusammen mit dem Laserzentrum die dazu notwendigen Laser und binden in großem Maße junge Nachwuchsforscher in unsere Arbeit ein. Und wir sind auf einem guten Weg. In den nächsten Jahren können wir damit rechnen, dem Urknall zuzuhören. Also Beispiel 1. Die Wechselwirkung von Theorie und Experiment und die Weitergabe von Wissen bildet in der anwendungsorientierten Forschungsgruppe von QUEST einen Schwerpunkt. Das mache ich jetzt. Ich setze das einfach mal ein. QUEST ist natürlich kein abgeschlossenes Gebiet, ein Unterfangen, was wir in 5 oder 10 Jahren beenden, sondern das soll ein Anfang sein für eine Entwicklung, die auch unsere Nachwuchswissenschaftler beschäftigen wird. Ja, die Physik ist nicht beendet, wenn wir eine fundamentale Theorie von Raum und Zeit entwickelt haben, sondern dann fängt es erst richtig an. Und deshalb ist es natürlich ganz wichtig, auch für die Bedeutung des Wissenschaftsstandorts Deutschland, dass wir hier in Deutschland mit QUEST in der Lage sind, eine Position zu erringen, die uns weltweit sichtbar macht. Und das, glaube ich, ist mit unserem Programm, junge Leute heranzuziehen, sie hier auszubilden und sie dann wieder in die Welt zu schicken, sehr gut gegeben. Durch die Kopplung von theoretischer und experimenteller Grundlagenforschung und die Entwicklung von Rahmenbedingungen neuartiger Messtechnologien schließt sich der Kreis von QUEST.
Mit Quest ist in Niedersachsen ein interdisziplinäres Forschungszentrum entstanden, das Theorie und Praxis erfolgsorientiert vereint.